Hallo Kinder, Erwachsene und Playmobil-Fans, willkommen zum Video Heisa, die neuen Kelten sind da. Hallo, ich bin Felix und das bedeutet der Glückliche. Wir haben uns heute in unseren wunderschönen rot-weißen Bus gesetzt und sind nach Biebertal zum keltischen Oppidum am Dünsberg gefahren mit Keltentor und Keltengehöft. Wir haben großes Glück gehabt, dass uns der rot-weiße Bus zur Verfügung stand, denn wir waren insgesamt ganz viele Leute mit ganz viel Gepäck und hatten alle trotzdem ausreichend Platz in unserem schönen rot-weißen Bus. Wenn ich in diesem Zusammenhang von wir spreche, dann meine ich damit Felix, Patty, Ken und Anne. Außerdem Arno, Klaas, Tobi und Lissy. Mit dabei sind auch Fluffy, Harry, Hauptmeister Roger und Chance Hap. Wir befinden uns heute am Keltentor im wunderschönen Biebertal. Biebertal, das ist ein Ort in Deutschland, der in Hessen liegt. In Hessen liegt Biebertal in Mittelhessen, zwischen Gießen, Wetzlar und Marburg idyllisch gelegen. Neben mir steht Ken, der erste Vorsitzende vom Dünsberg-Verein in Biebertal. Ken, erzähl uns doch mal was über den Ort, an dem wir uns hier befinden. Ja, eines der Wahrzeichen von Biebertal ist der ca. 500 Meter hohe Berg Dünsberg. Auf dem Dünsberg gibt es einen Telekommunikationsturm und eine Gipfelraststätte. Wir befinden uns hier am keltischen Oppidum am Dünsberg mit Keltentor und Keltengehöft. Ein Oppidum ist ein lateinisches Wort und bedeutet so viel wie befestigte Siedlung oder auch heutzutage als Stadt bezeichnet. Danke Ken, das war super! Neben mir steht jetzt noch der Arno, der ist erster Vorsitzender vom Verein Archäologie im Gleiberger Land. Jo, circa 2000 Menschen lebten damals als Kelten hier am Dünsberg. Dieses Wissen existiert, weil es die Archäologie gibt. Bei der Archäologie finden an Orten immer wieder Grabungen im Erdboden statt. Und hier am Dünsberg wurden die Archäologen auch fündig. Jo, richtig. Damit die Menschen sich besser vorstellen können, wie die Kelten einst hier lebten, deshalb hat der Dünsberg-Verein im Jahr 1999 zunächst eine Nachbildung einer Befestigung mit dem Keltentor gebaut. Die Häuser hinter dem Tor wurden dann ca. 2006 gebaut und stellen das Keltengehöft dar. Archäologen fanden viele Gegenstände an unterschiedlichen Örtlichkeiten rund um den Dünsberg. Deshalb entstand beim Dünsberg-Verein die Idee, dass ein Wanderweg geschaffen werden sollte, der an verschiedenen bedeutenden archäologischen Fundstellen vorbeiführen sollte. Und hier am keltischen Oppidum startet dann auch ein archäologischer Wanderweg. Ja, und wir von der Gemeinde Biebertal haben uns dafür eingesetzt, dass hier auch ein archäologischer Wanderweg Junior entstehen kann. Der ist dann eher für Kinder ausgerichtet. Und auch für Kinder gibt es QR-Codes, sodass auf einem Smartphone kurze Erklärvideos abgerufen werden können. Ja, und wir vom Gießener Land, wir machen dann das Regionalmarketing. Wir kümmern uns darum, dass dann Erwachsene und Kinder alle Informationen auf unserer Internetseite finden. Und wir Kinder hatten auch die Idee dazu, dass es zum archäologischen Wanderweg auch einen archäologischen Wanderweg Junior für Kinder geben sollte. Wir finden das ganz spannend, wenn wir hier in Biebertal am Keltentor und in der Umgebung auch mal auf den Spuren der Kelten entlang wandern können. Wir haben uns für alle Kinder eingesetzt und jetzt gibt es auch die ganzen Videos schön auf dem Smartphone zu sehen und wir können uns einfach über einen QR-Code dieses Video am Smartphone ansehen. Dankeschön dafür. Ja, und ich hab das hier gelesen und ich bin gleich mal hingefahren und hab mir den archäologischen Wanderweg einfach mal abgewandert.
Und dabei habe ich gesehen, das ist auch noch ein Weg, der führt für Kinder hier entlang. Und das finde ich spitze. Ich finde es fundig, dass Biebertal so viel für die Kinder macht. Dankeschön. Ja, und der Klaas hier neben mir, der schreibt für die Zeitungen in Mittelhessen und macht auch für Biebertal TV einige Reportagen. Ja, Biebertal TV hat dazu zum Beispiel auf seiner Internetseite 25 Kurzvideos veröffentlicht, die auf den Spuren der Kelten entlang führen. An Hinweisen auf dem Wanderweg befinden sich QR-Codes, die zu den Videos führen. Und im Jahr 2022 wurde dann das Projekt Archäologischer Wanderweg Junior erfolgreich umgesetzt, nämlich heute. Bei diesem Projekt wird das Wissen über die Kelten, über das Leben der Kelten und über die archäologischen Funde ganz speziell kindgerecht dargestellt. Und ich versuche dies mit meiner Kamera in Video- und in Fotoform festzuhalten für Biebertal TV und die Zeitungen in Mittelhessen. Danke, ihr Lieben, für eure wundervollen Eindrücke. Oh, und ich sehe gerade, Ken, du hast dich ja verkleidet. Du hast ja jetzt eine gallische Perücke und einen gallischen Helm auf. Ja, das ist richtig, denn so können sich die Leute besser vorstellen, wie das früher bei den Kelten war. Denn in Frankreich wurden die Kelten früher auch als Gallier bezeichnet. Und viele Erwachsene und Kinder kennen die weltbekannten Comicgeschichten über die Gallier. Im Biebertal wird im Jahr 2023 zusammen mit der Partnergemeinde Sarion aus Frankreich das Jubiläum der 60-jährigen deutsch-französischen Freundschaft gefeiert. Und wenn ich mir dann noch einen Umhang umziehe, dann sehe ich auch schon etwas aus wie ein Druide. Und ich habe mich auch nicht ohne Grund hier als Druide verkleidet. Die Holzskulptur hier stellt einen Druiden dar und wird der Weiße Druide benannt, vom Künstler Wolfgang Brückner aus Eibenstock. Ein Druide ist ein Geistlicher und Gelehrter, der bei den Kelten sehr viel Wissen auch über die Heilkräuter hatte, die es im Wald zu finden gibt. Mit seiner Sichel ging er dann die ganzen Kräuter auch sammeln. Ja, und der Arno, der hat sich ja auch umgezogen wie ein Kelte. Richtig, die Archäologie findet an den Orten, wo die Kelten waren, immer wieder neue Funde. Deshalb gibt es auch immer wieder Grabungen im Erdboden. Und hier am Dünsberg wurden die Archäologen auch fündig. Sie entdeckten hier bei ihren Grabungen zum Beispiel Münzen der Kelten oder auch Haushaltsgegenstände wie gefundene Scherben belegen oder auch vielleicht mal einen Holzlöffel und so weiter. Durch diese gefundenen Gegenstände kann die Archäologie dann das Alter ermitteln. Manchmal heben Bagger die Erde aus dem Boden heraus, oftmals graben wir aber auch nur ganz vorsichtig mit einem Löffel in der Erde oder wir kratzen mit einer Spachtel ganz vorsichtig die Erde ab. Prima! Und wir haben uns hier jetzt alle versammelt, denn der Ken möchte uns noch eine leckere Gemüsesuppe mit den Kräutern aus der Natur in der Umgebung des Dünsbergs hier vorbereiten und wir werden erst uns mal ein wenig stärken mit einer leckeren Gemüsesuppe vom Ken. Denn schon die Kelten waren sehr soziale Wesen, die sich gerne mit anderen Kelten zusammensetzten und die gemeinsam am Lagerfeuer eine schöne Gemüsesuppe gegessen haben oder sich etwas anderes zubereitet hatten. Die Kelten erzählten sich dann am Lagerfeuer Geschichten, die sie den Tag über erlebt hatten. Die Handwerker tauschten sich darüber aus, was sie den ganzen Tag produziert hatten. Und es war auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit, die sie alle zusammen hatten. Danke, Ken, für das leckere Gemüsesüppchen. Und was möchtet ihr beiden uns jetzt noch erzählen? Jo, der Arno und ich, wir stehen hier zusammen, weil der Dünsbergverein und der Verein Archäologie im Kleiberger Land sehr gut und sehr gerne miteinander zusammenarbeiten. Das ist richtig, wir sind ein richtig gutes Team, wir beide. Jo, danke. Danke.
Nach dem offiziellen Teil haben wir jetzt noch ein paar Bilder für euch, die gezeigt haben, was so alles nach der Gemüsesuppe passierte. So hat zum Beispiel der Ken unsere Bürgermeisterin einfach mal auf den Arm genommen. Na, Frau Bürgermeisterin, wie sieht's denn von Ihrer Seite aus? Eieiei, das ist ja mal eine richtig schöne andere Perspektive. Hui, das gefällt mir. Na, das kann ich mir vorstellen. Und der Klaas ist auch schon dabei und macht ein Foto von diesem wunderbaren Werk. Ach, und ich sehe, die Bürgermeisterin hat jetzt auch noch den ersten Vorsitzenden vom Dünsberg-Verein auf den Arm genommen. Wow, was für eine starke Frau. Wie ist denn das für dich, Ken, wenn du da so auf dem Kopf überhängst? Ja, auch für mich steht jetzt die Welt auf dem Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass die Bürgermeisterin so eine starke Frau ist. Wahnsinn, super! Ha, und unser Archäologe Arno, der hat jetzt die Regionalmanagerin Anne auf den Arm genommen. Wahnsinn, was hier abgeht nach dieser Gemüsesuppe. Ja, auch ich bin ein richtig starker Mann und schau mal hier die Anne, wie schön die hier auf den Arm genommen wird. Und sieh mal, hier, die Lissi habe ich auch noch auf den Arm genommen und die kann das richtig gut, die macht den Handstand einhändig. Ja, das haben wir so in der Schule gelernt. Das macht richtig Spaß. Ich freue mich so. Ach, ist das ein schöner Tag. Hier wird alles umgesetzt, was ich gerne machen möchte. Super! Wow, und Tobi, du bist ja auch schon richtig starker junger Mann. Mensch, toll, du nimmst ja die Lissi hier auf den Arm. Ja, ich bin auch schon ein junger, moderner Kelte, denn ich mach das, was die Kelten früher auch gemacht haben. Viel Sport, ich bin viel an der frischen Luft und so habe ich ganz starke Muskeln. Ja, und ich liebe es, wenn ich hier auf dem Kopf stehen darf. Super, mir gefällt das auch gut. Ich finde das toll, was wir alles so in unserer Grundschule lernen und der Sportunterricht, der macht mir auch viel Spaß. Mensch, super, was hier am Keltentor im Biebertal alles so los ist. So, und jetzt stellen wir uns nochmal alle zum Abschlussfoto auf und dann eröffnen wir den archäologischen Wanderweg Junior in Biebertal nochmal ganz offiziell. Und jetzt mal alle die Hände in die Höhe und dann rufen wir alle Heisa, die neuen Kelten sind da. Und damit erklären wir alle hier diesen neuen archäologischen Wanderweg Junior in Biebertal für eröffnet. Herzlichen Glückwunsch! Biebertal am keltischen Oppidum am Dünsberg mit Keltentor und Keltengehöft. Hier geht's los, hier fängt der Weg an und hier seid ihr richtig. Vielen Dank! Und wir haben natürlich noch eine kleine Überraschung für euch. Der Klaas hat noch Fotos gemacht und diese wurden im Magazin Chance Trend veröffentlicht. Ein Bild zeigt die Bürgermeisterin von Biebertal, wie sie auf den Arm genommen wird. Und ein Bild zeigt unseren Ken, für den die Welt auf dem Kopf steht. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch bedanken bei unserem Hauptmeister Roger. Roger hat uns heute mit unserem rot-weißen Bus hierher begleitet ans Keltentor und hat uns auch die ganze Zeit über sehr schön bewacht. Und ich als der Hauptmeister Roger möchte mich auch mal bedanken bei den ganzen Leuten, die ich heute begleiten durfte. Schön wäre es natürlich auch gewesen, wenn noch unsere gallischen Freunde auch beim Keltentor dabei hätten sein können. Aber das hat leider nicht geklappt. Vielleicht ja beim nächsten Mal. Deshalb würden wir uns freuen, wenn auch die nächsten Male vielleicht wieder unsere Freunde aus Frankreich mit den Galliern in gallischer Verkleidung dabei sein könnten. Wir danken auf jeden Fall euch allen dafür, dass diese Veranstaltung so sicher war. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, und damit ist der archäologische Wanderweg Junior in Biebertal mit der Gemeinde Biebertal, der französischen Partnergemeinde Savillon, mit Biebertal TV, mit dem Landkreis Gießen, dem Gießener Land, dem Kleiberger Land, dem Dünsberg-Verein, der Archäologie im Kleiberger Land und dem Verein für deutsch-französische Freundschaft in Biebertal eröffnet. Und ich als Schornsteinfeger und Glücksbringer verabschiede mich für heute von euch. Vielen Dank! Als Regisseur dieses Videos hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch oder meldet euch bei unserem Kanal an. Vielen Dank, tschüss! Das war das Video Heisa, die neuen Kelten sind da. Danke!